Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir zeigen, wie wir in den letzten 3 Monaten LinkedIn-Content absolut gemeistert haben und über 500.000 Menschen mit unserem Content erreicht haben. Ich werde dir zeigen, warum 95% der Leute LinkedIn-Content komplett falsch betreiben und in den nächsten Wochen damit scheitern werden. Und vor allem werde ich dir zeigen, wie wir in diesem Jahr schon über 100 qualifizierte Anfragen alleine über unseren LinkedIn-Content erhalten haben. Wenn du also wissen willst, wie man LinkedIn-Content richtig betreibt, treibt und nicht damit scheitert und bestenfalls darüber wirklich Anfragen und Kunden erhält, dann solltest du dir Folge bis zum Ende unbedingt anschauen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir heute starten, kurze Frage an dich. Hast du dir schon mein neues Social Selling Training angesehen? Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung, ist unter 30 Minuten und ein absolutes Feuerwerk geworden. Wenn also noch nicht angeschaut, dann jetzt direkt nachholen. Kommen wir direkt zum ersten Fehler und tatsächlich ist es der Fehler, wenn man den macht, wird man definitiv mit LinkedIn-Content scheitern und das ist extrem schade. Und zwar hatte ich vor ein paar Monaten ein Gespräch mit einem Interessenten, den ich gefragt habe, ob sie schon irgendwas im Bereich LinkedIn oder Social Selling machen und der meinte, hey Robert, wir sind da gut versorgt, wir machen schon was auf LinkedIn. Und normalerweise wäre ein Gespräch dort zu Ende, aber ich war neugierig und habe gefragt, hey, was kriegt ihr denn so pro Monat an Anfragen über LinkedIn? Und da kam ein großes Fragezeichen, meinte er, ich glaube nicht, dass wir schon eine Anfrage darüber bekommen haben. Und dann meinte ich, hey, was macht ihr denn? Na, ja, unser Marketing betreibt da eine Firmenseite, die posten regelmäßig was über die Firmenseite und wir als Mitarbeiter teilen das dann. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, krass, das ist einer der größten Fehler, den man machen kann und ich werde dir auch gleich verraten, warum. Und zum anderen war es so weit weg, weil es etwas war, was wir vor 2,5 Jahren, glaube ich, auch selber gemacht haben, den Fehler gemacht haben, über Firmenseiten zu gehen, dass mir gar nicht mehr bewusst war, dass es da draußen noch Firmen gibt und vielleicht sogar auch Selbstständige gibt, die immer noch den Fehler machen, über die Firmenseiten von LinkedIn wirklich zu gehen und darüber Sachen zu posten. Das Problem ist, um es dir kurz zu erklären, ist, dass die Firmenseiten auf LinkedIn relativ vernachlässigt werden. Zum einen hast du eigentlich keine Möglichkeit, dir ein Netzwerk irgendwie aufzubauen. Du kannst Leute einladen, bestehende Kontakte einladen, dem Firmenprofil irgendwie zu folgen, aber darüber hinaus kannst du halt keine weiteren Leute irgendwie erreichen, außer du schaltest Werbeanzeigen. Und selbst wenn du da mehrere tausend Leute drin hast und die absolute Fans von deiner Firma sind, werden die Beiträge von Firmen weniger ausgespielt als von persönlichen Profilen, weil es einfach eine Plattform zwischen Menschen ist und nicht zwischen Firmen und Menschen. Das bedeutet, es ist absolut vergebene Liebesmühe, wenn man wirklich das Ganze über eine Firmenseite macht. Wir haben das mehrere Monate getestet und sind immer zu dem Schluss gekommen, dass alles über die persönlichen Profile besser läuft. Was haben wir dann mit dem Interessenten gemacht? Ich habe ihm klar gemacht, dass sie wirklich aufhören können, eigentlich irgendwas über diese Firmenseite zu machen. Es ist zur Zusammenarbeit gekommen. Wir haben wirklich ihnen erklärt, wie sie das Ganze wirklich sauber aufbauen, haben ihnen dabei geholfen, wirklich eine Content-Strategie zu entwickeln. Sie haben angefangen, über die persönlichen Profile von den Vertriebs- und Marketing-Mitarbeitern irgendwie zu posten. Und es hat, glaube ich, keine 4 Wochen gedauert und schon hatten sie die erste Anfrage über LinkedIn erhalten. Und vor allem hat der Content mehr Reichweite bekommen, mehr Interaktion bekommen und es war plötzlich was los. Und das bedeutet, der erste große Fehler, den man wirklich machen kann, der für mich irgendwie mittlerweile so weit weg ist, aber der tagtäglich, glaube ich, noch gelebt wird, ist, über die Firmenseite auf LinkedIn zu interagieren. Und an alle Marketingmanagerinnen und Manager da draußen, die das vielleicht als Instrument sehen, ja, man kann es machen, aber man darf leider keine Ergebnisse irgendwie groß erwarten, sondern die bessere Strategie ist immer, und das ist auch das, was LinkedIn am Ende sehen will, über persönliche Profile von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gehen und dort zu posten und den Content zu machen. Spricht nichts dagegen, einen Content-Pool zum Beispiel aufzubauen für die Firma und diese Posts irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass sich die Leute daraus bedienen können und das posten können. Das ist nämlich das zweite Problem mit dem Teilen. Auch LinkedIn mag kein Teilen. LinkedIn mag, wenn Leute selber Inhalte erstellen und hochladen. Das bedeutet auch, die Mitarbeiter sollten das Ganze selber dann posten, weil das auch am Ende mehr Ansichten gibt. Das bedeutet, wenn du da das falsche Setup nutzt und wirklich über die Firmenprofilseite deinen Content veröffentlichst, dann ist leider dein LinkedIn Content zum Scheitern verurteilt. Also immer über die persönlichen Profile gehen und alleine wenn du den Schwenk machst, hast du schon wirklich 50% des Erfolgs.
Kommen wir direkt zum zweiten großen Fehler, wenn es um das Thema LinkedIn-Content geht. Und das ist ein Fehler, den ich sehr häufig sehe, auch bei Leuten, die schon fortgeschritten sind, der sich eigentlich relativ leicht vermeiden lässt. Und da erinnere ich mich gut an ein Gespräch von einem Bestandskunden, der gerade mit dem Thema LinkedIn-Content gestartet war, in Hamburg vorbeikam und wir bei einem Kaffee uns ein bisschen unterhalten haben. Und er meinte, hey Robert, wie kriege ich auch so einen Post mit 100 Likes mal hin? Ja, wie kriege ich so 30 Kommentare? Wie kriege ich irgendwie 10.000 Ansichten hin? Wie kriege ich es wirklich hin, dass mein Content so wie deiner knallt? Da habe ich eine simple Gegenfrage gestellt und gesagt, hey, was willst du denn eigentlich erreichen mit LinkedIn? Gar nicht so sehr mit deinem Content, sondern was willst du denn eigentlich mit LinkedIn erreichen? Und er meinte, ja, ist ja klar, ich will Aufträge darüber gewinnen. Und dann meinte ich, hey, da hast du die Antwort, die eigentlich selbst geliebt hat. Denn das, was wir dir am Ende zeigen werden, ist ganz genau, wie du deinen Content so aufbauen kannst, dass du darüber Anfragen gewinnst und bestenfalls auch Kunden gewinnst. Das bedeutet aber, dass dein Content vielleicht auch nicht viel Reichweite bekommt, vielleicht auch nicht viel Interaktion bekommt, weil wir nicht darauf optimieren, dass deine Posts 10.000 Ansichten und mehr bekommen oder auch viele Likes bekommen, sondern dass sie dir bestenfalls am Ende Anfragen bringen und zahlende Kunden gewinnen. Und das Verrückte ist, dass wir wirklich seine Content-Strategie dann nochmal angepasst haben, ja, und wirklich darauf auch ausgerichtet haben und ihm klar gemacht haben, das wird auch das Ziel sein, haben seinen Content in die drei Kategorien einsortiert, Social Content, Expert Content und Conversion Content und haben gerade in den nächsten Monaten sehr viel bei dem Thema Conversion Content mit ihm gearbeitet, also wie kann er wirklich die Ansichten, die er hatte, die nicht viele waren, wirklich dazu führen, dass er Anfragen darüber bekommt. Und das Verrückte ist, dass bei diesem Kunden jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, dass seine Posts heute immer noch nicht viele Ansichten und Interaktionen haben. Wirklich, die Beiträge haben 5 bis 10 Likes, 2 bis 3 Kommentare, aber er für Monate im Voraus jetzt ausgebucht ist, ja. Und das war das Schöne zu sehen, dass dieser kleine Schwenk am Ende alles verändern kann. Ich glaube, viele gehen an die Plattform ran und das ist der größte Fehler, den man machen kann, überhaupt kein Ziel zu haben. Also so ein, wir posten was, um zu posten, weil wir müssen jetzt auch irgendwie auf LinkedIn sein. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil einem dann immer die Luft ausgeht, weil man ja kein messbares Ergebnis hat. Und den zweiten Fehler, den man machen kann, der da direkt mit zusammenhängt, ist, sich ein falsches Ziel zu setzen. Wenn wirklich dein Ziel ist, nur Tausende von Ansichten zu bekommen, dann kannst du anfangen, was weiß ich, Katzenvideos zu posten oder Hundebilder zu posten. Kriegst du garantiert Tausende von Ansichten. Aber bringt es dir wirklich eine qualifizierte Anfrage? Sehr unwahrscheinlich. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht in die Falle tappen sollte, für das falsche Ziel zu optimieren. Und das kann bedeuten, und diese Fälle haben wir tatsächlich regelmäßig bei Kundinnen und Kunden, die in sehr kleinen Branchen unterwegs sind, dass ihr Content nur eine Handvoll von Leuten erreicht, aber genau die richtigen Leute. Und das dann dennoch am Ende dazu führt, dass sie darüber ihre Anfragen und ihre Aufträge bekommen. Und wir natürlich auch teilweise Kundinnen und Kunden haben, die ein Projekt pro Monat reichen und dann erstmal für die nächsten Monate beruhigt sind oder teilweise auch größere Kunden sagen, wir bauen ein Projekt pro Jahr. Ne? Und das bedeutet, sich nicht verrückt machen lassen, wenn man nicht hunderte von Likes bekommt und hunderte von Kommentaren, völlig falsche Kennzahl, sondern sich immer klar machen, was will man erreichen und genau darauf sollte man seine Content-Strategie auch ausrichten. Kommen wir zum dritten und größten Fehler und ist tatsächlich der Fehler, den 95% der Leute machen, die regelmäßig LinkedIn-Content posten. Und häufig ist es auch die Motivation, um am Ende dann mit uns zusammenzuarbeiten. Denn häufig sind ganz viele in der Situation, dass sie schon regelmäßig Content posten und das auch schon für mehrere Wochen gemacht haben, für Monate gemacht haben und jedes Mal sagen, hey Robert, ich poste hier schon regelmäßig, aber es passiert einfach gar nichts. Ich habe weder eine Anfrage, ich habe vielleicht mal ein paar nette Worte, aber nicht einen Kunden über die Plattform gewonnen. Was kann ich noch tun? Ja, ich bin kurz davor, irgendwie den Stecker zu ziehen und zu sagen, hey, LinkedIn ist es vielleicht nicht. Was fehlt mir? Ja. Und witzigerweise ist das häufig auch die beste Ausgangssituation für uns sozusagen in der Zusammenarbeit, wenn Leute schon gewöhnt sind, regelmäßig zu posten, weil das ist häufig auch das Schwierigste, Leuten zu zeigen, wie das funktioniert, von null irgendwie mit LinkedIn-Content zu starten. Wenn du also schon regelmäßig postest, das Beste, was du machen kannst, um auch mit uns zusammenzuarbeiten. Denn was fehlt, beziehungsweise was ist das, was man braucht? Was man verstehen muss, Content ist nicht gleich Content. Wenn man also irgendwie einen fachlichen Tipp rausgibt in seinem Content, kann man nicht erwarten, dass die Leute eine Anfrage stellen, weil sie ja gar keinen Anreiz haben, eine Anfrage zu stellen. Das bedeutet, auch bei Anfragen und dass sich jemand bei dir meldet und Interesse hat an der Zusammenarbeit, muss er ja irgendwie einen Anreiz bekommen, warum sollte er sich überhaupt bei dir melden. Ja, das bedeutet, die Überschrift davon ist eigentlich Conversion Content. Wir haben unsere Content-Strategie am Ende in drei
Kategorien unterteilt in Social Content, der dafür sorgt, dass du möglichst viele Leute in deiner Zielgruppe erreichst durch persönliche Inhalte, in Expert Content, wo wir fachliche Tipps rausgeben und unsere Expertise zeigen. Und die dritte Kategorie, also diese ersten zwei, das kriegen fast alle Leute mittlerweile von alleine hin. Aber die dritte Kategorie, Conversion Content, also wirklich Posts zu schreiben, die am Ende dafür sorgen, dass Leute bei denen Anfrage stellen, da gibt es ganz wenige da draußen, die ich sehe, die das beherrschen. Und das ist tatsächlich ein großer Teil unserer Zusammenarbeit, auch unseren Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, diesen Conversion-Content zu entwickeln, wirklich anzufangen, das Ganze zu implementieren. Und das führt dann am Ende auch dazu, dass sie wirklich dann plötzlich Anfragen bekommen. Und es gibt eigentlich keinen Kunden, der schon gewöhnt war, regelmäßig Content zu posten, der dann keine Anfragen in den nächsten Wochen konstant über diesen Conversion-Content erhalten hat. Das bedeutet, der größte Fehler ist, den man machen kann, ist zu denken, dass Content zu Anfragen führt. Das ist nicht die Logik. Ja, du brauchst eine spezielle Form von Content, um wirklich deine Aufmerksamkeit in Anfragen zu überführen. Und tatsächlich ist es einer der größten Gründe, warum sich Leute für eine Zusammenarbeit mit uns zu entscheiden, weil das ist eine absolute Kunst, wirklich Posts zu schreiben, die dazu führen, dass Interessenten am Ende Interesse haben, sich bei dir melden und sagen, hey, ich würde gerne mehr über eine Zusammenarbeit erfahren. Das bedeutet, das im Hinterkopf behalten, wenn du an das Thema Content rangehst. Und das ist tatsächlich auch der größte Fehler. Ja, es bringt dir leider nichts mehr zu posten, sondern wie gesagt, du brauchst diese Kategorie Conversion Content unbedingt, damit das Ganze auch am Ende attraktiv wird. Das waren die drei größten Fehler, wenn es um das Thema LinkedIn Content geht und warum 95% der Leute damit scheitern. Wenn du also mit deinem persönlichen Profil anfängst zu posten statt dem Firmenprofil und wenn du dann noch anfängst mit dem klaren Ziel ranzugehen, ja, wirklich Anfragen zu bekommen statt große Reichweiten und wenn du dann noch lernst Conversion Content zu schreiben, dann bist du für die Plattform bestens aufgestellt und wirst verdammt viel Spaß haben. Wenn du dafür die Abkürzung suchst und wirklich Profis an deiner Seite haben willst, die dir ganz genau zeigen, wie all das funktioniert, dann lass uns gerne sprechen. Geh einfach mal auf leadersmedia.de und buch dir einen Termin mit meinem Team. Dann schauen wir, ob und wie wir dir helfen können. Denn das ist die absolute Abkürzung, wirklich mit dem Thema zu starten und die ersten Anfragen über LinkedIn zu erhalten. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Same time next week. Same time next week. All right.